Hallo, ich bin Eljenix. In diesem Video zeige ich euch einen nagelneuen Mod, dank dem es jetzt Werwölfe in die Sims 4 gibt. Viel Spaß! Ich habe es jetzt ja schon in einigen meiner Videos erwähnt, ich bin ein Fan von den okkulten Wesen in die Sims 4. Und genau deshalb freue ich mich so, diesen Mod auszuprobieren, denn jetzt gibt es eben Werwölfe in die Sims 4. Der Mod, den ich euch heute vorstelle, der ist von Spinning Plum Bobs und ist wirklich nagelneu. Also er ist erst im Februar 2022 erschienen. Damit er reibungslos funktioniert, benötigt ihr nur die Vampir-Erweiterung, nichts mehr. Falls du noch nicht wissen solltest, wie du Mods installieren kannst, ich habe dazu einen Guide gemacht, in dem ich alles Schritt für Schritt erkläre. Ich blende dir dieses Video jetzt rechts oben ein. Den Link zum Mod findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Deutsche Übersetzung habe ich online übrigens leider noch keine gefunden, aber deshalb habe ich in der vergangenen Woche viel zu viele Stunden damit verbracht, diesen Mod einfach selbst zu übersetzen. Wenn du die deutsche Übersetzung zu diesem Mod gerne hättest, dann schau am besten auf meinem Discord-Server vorbei. Dort stelle ich euch die Übersetzung gerne zur Verfügung und ihr findet dort auch jede Menge weitere Tipps und Tricks für die Sims 4. Aber jetzt ist das Intro schon lange genug, starten wir gleich ins Spiel. Wie bereits gesagt, dieser Mod ist wirklich riesengroß. Deshalb bezweifle ich, dass ich euch wirklich alles in diesem Video zeigen kann, aber ich zeige euch natürlich so viel wie möglich. Wie ihr seht, wir sind hier in Granite Falls und bevor wir zu unserer Familie gehen, werde ich jetzt noch schnell bei diesem Grundstück, also beim Wald von Granite Falls, ein neues Merkmal hinzufügen. Dazu gehen wir einmal in den Baumodus von diesem Grundstück. Wir sind jetzt hier im Wald von Granite Falls und gehen einmal auf die Merkmale des Grundstücks. Hier sehen wir die üblichen Merkmale und dann sehen wir hier das neue Merkmal. Es hat jetzt bei mir leider keinen Namen, ich habe keine Ahnung, ob das meine Schuld ist oder die Schuld des Mods, aber zumindest die Beschreibung ist vorhanden. Also, das neue Merkmal nennt sich regelmäßige Angriffe von Tieren. Aus irgendeinem Grund erhält dieser Ort viele Berichte über Tierangriffe, obwohl nie Tiere gefangen wurden. Außerdem behaupten viele, die nachts hierher kommen, lautes Heulen zu hören und sich beobachtet zu fühlen. Ihr habt es euch vielleicht schon gedacht, wenn ihr dieses Merkmal einem Grundstück gebt, dann spawnen hier häufiger Werwölfe. Ihr müsst es übrigens natürlich nicht diesem Grundstück geben, ich finde das nur sehr passend mit dem Wald und eben den Werwölfen. Und deshalb habe ich mich für den Wald von Granite Falls entschieden. Gut, aber dann gehen wir jetzt zu unserer Familie. Wie immer bin ich auch heute mit einem Mitglied der Familie Smith unterwegs, und zwar sind wir heute bei Nick Smith. Mittlerweile ist er von zu Hause ausgezogen und lebt in Brightchester, weil er hier studiert. Und wenn alles nach Plan läuft, dann wird Nick im Laufe dieses Videos zum Werwolf. Ähnlich wie bei Vampiren kann man auch bei Werwölfen die ersten Informationen über den Computer sammeln. Und zwar, wenn wir hier auf den Computer klicken, dann sehen wir hier jetzt lichensource.com. Wenn ihr jetzt darauf klickt, dann sehen wir hier lichensource.com durchsuchen. Und genau das werden wir jetzt einmal machen. Und wir haben die erste Benachrichtigung bekommen. Nick hat gelesen, dass Werwölfe eine ausgeprägte Abneigung gegen Eisenhut, auch bekannt als Wolfsbann, haben und dass dieser möglicherweise als Schutz verwendet werden kann. Okay, gut zu wissen. Und jetzt hat er die Fähigkeit Werwolfkunde erlernt. Löwen, Tiger und Wölfe, oh mein Gott! Nick hat das interessante Thema der Werwolf-Geschichte entdeckt. Eine Welt transformierender Bestien, des mystischen Vollmonds, mysteriöser Fluche und einer uralten Rivalität zwischen zwei Kreaturen, die durch die Nacht pirschen. Stöbere weiter auf lichensource.com, um weitere Informationen zu erhalten, und Nick wird vielleicht sogar in einen Chatroom für Lykanthropie-Enthusiasten eingeladen. Dann werden wir jetzt gleich weiterforschen. Unter den Fähigkeiten sehen wir jetzt auch Werwolfkunde und dass er gerade daran arbeitet. Wenn dich transformative Flüche und Geschichten über tierische Stärke interessieren, dann findest du Werwolfkunde vielleicht ein erfüllendes Thema. Die Mysterien und Legenden der Lykanthropie können leicht durch Suchungen auf der Lichensource-Website erforscht werden. Aber die nützlichsten Informationen finden sich im Buch der Bestie, einem Text, der wertvoll und schwer zu finden ist. Okay, ich bin gespannt. Und mittlerweile kann Nick auf Lichensource auch schon Gegenstände kaufen. Und zwar kann er kaufen Alkronit. Alkronit ist ein weit verbreitetes, silbrig geschmeidiges Metall, das auch starker Belastung standhält. Eisenhut. In ihrer ursprünglichen Form ist diese Pflanze nichts Besonderes, wird sie jedoch als Zutat für Speisen oder Getränke verwendet, wirkt sie sich auf die Kreaturen der Nacht aus. Dann kann er noch kaufen rohes Fleisch, ein Eisenhut-Armband und ein Eisenhut-Parfum. Und da habe ich anscheinend vergessen, etwas zu übersetzen, das werde ich aber natürlich noch nachholen.
Und wir werden hier jetzt das rohe Fleisch kaufen. Damit kann man nämlich die Werwölfe anlocken. Die anderen Gegenstände sind ja eher dazu da, dass man gegen die Werwölfe kämpft. Und wir möchten ja, dass Nick selbst einer wird. Deswegen kaufen wir jetzt einfach mal zweimal das rohe Fleisch. Wie wir sehen, das rohe Fleisch ist jetzt in seinem Inventar. Und wir haben das zweite Level der Werwolf-Kunde erreicht. Rohkost-Diät. Nick hat alle möglichen Fakten über Werwölfe und verschiedene Mythen über die Kreaturen gelesen. Aber er hat gerade gelesen, dass der beste Weg, einen Werwolf anzulocken, darin besteht, nachts irgendwo hinzugehen, wo es viele Bäume gibt. Verwende rohes Steak als Köder. Sie werden anscheinend von dem Geruch angezogen. Nick möchte möglicherweise auf Berichte über häufige Tierangriffe in der Gegend achten. Ein rohes Steak haben wir ja bereits gekauft und am Anfang des Videos haben wir das Merkmal der häufigen Tierangriffe ja bereits an den Wald von Granite Falls gegeben. Wir haben jetzt wieder etwas Neues freigeschaltet und zwar können wir jetzt mit Werwolf-Enthusiasten chatten und genau das werden wir jetzt machen. Nick hat ein paar Nachrichten mit einer Person mit dem Benutzernamen OCProf_96 ausgetauscht und er scheint sich wirklich gut mit Werwolf-Geschichte auszukennen. Nick hat herausgefunden, dass der Fremde die Lycansaurus-Website besitzt und diese betreibt. Er ist anscheinend Professor für Okkultismus an einer Universität und hat angeboten, irgendwann vorbeizuschauen, um darüber zu plaudern. Und dann sehen wir noch die Nachricht, die er geschrieben hat. Ja, wenn du daran interessiert bist, etwas über das Okkulte zu lernen, würde ich gerne mit dir abhängen und dir ein, zwei Dinge erzählen. Ich habe sogar einige coole Artefakte, die ich im Laufe der Jahre gesammelt habe und die ich gerne verkaufen würde, wenn du interessiert bist. Schreib mir einfach hier, wann immer du Zeit hast und ich schaue vorbei. Okay, dann hätte ich gesagt, laden wir diesen Fremden ein, bevor wir nach Granite Falls schauen. Und zwar auf lycansaurus.com können wir jetzt den übernatürlichen Professor einladen und daneben sehen wir das Bild eines Wolfes. Möglicherweise ist also sogar dieser Fremde ein Werwolf. Wir werden es sehen. Und das ist jetzt der übernatürliche Professor in diesem Spielstand. Das ist übrigens nicht der, den der Mod eigentlich vorgesehen hat. Der Creator hat dafür nämlich einen eigenen Sim erstellt, namens Thatcher Wolf. Ich habe den Sim aber leider nicht in der Welt platziert und deswegen hat das Spiel anscheinend diesen als übernatürlichen Professor generiert. Wenn wir jetzt auf ihn klicken, sehen wir aber, dass wir trotzdem einzigartige Interaktionen haben. Und zwar können wir ihn nach dem Okkult fragen, das werden wir gleich einmal machen. Dann können wir eine Bemerkung über seine kränkliche Bläste machen. Wir können auch enthusiastisch über den Werwolffluch sprechen. Und das alles wird Nick jetzt einmal ausführen. Okay, die Bemerkung über die Blässe hat ihm anscheinend nicht gefallen. Und darauf sagt er, jetzt wo du sagst, ich fühle mich nicht so gut. Eigentlich war ich kürzlich auf einem Campingausflug in Granite Falls und ich hatte eine schlimme Rauferei mit einem wilden Tier und wurde gebissen. Es war dunkel und ich konnte nicht gut sehen. Ich machte mir Sorgen wegen Tollwut, aber der Parkwächter sagte, es sei wahrscheinlich nur ein kleiner Schwarzbär, der sich zu weit den Berg hinunter verirrt habe. Vielleicht sollte ich zum Arzt gehen. Also ist der Professor anscheinend wirklich ein Werwolf, aber erst seit kurzem. Und hier haben wir jetzt auch eine neue Kategorie, und zwar übernatürliches Interesse. Da können wir ihm noch einmal nach dem Okkult fragen und dann können wir ihn nach dem Kauf von übernatürlichen Gegenständen fragen. Aber das werde ich jetzt nicht machen, wir haben genug mit ihm geplaudert. Es ist jetzt 9:30 und wir schauen jetzt nach Granite Falls. Dann reisen wir jetzt nach Granite Falls. Wie bereits gesagt, um ein Werwolf zu werden, muss man andere Werwölfe anlocken und das funktioniert am besten mit einem Grundstück, dass das Grundstücksmerkmal regelmäßige Angriffe von Tieren hat. Das hat bei uns der Wald von Granite Falls und deswegen werden wir jetzt mit Nick dorthin reisen. Wusstest du übrigens, dass du von hier aus zu einem geheimen Grundstück kommst? Und zwar gibt es hier einen Zugang zum tiefen Wald, in dem eine Einsiedlerin wohnt. Ich habe dazu auch schon ein Video gemacht, ich blende dir das jetzt hier rechts oben ein. Also, wir sind jetzt mit Nick im Wald von Granite Falls und im Inventar haben wir auch zwei rohe Steaks. Also sollten wir bald ein paar Werwölfe anlocken können. Ich klicke jetzt einfach mal auf Play und wir werden einfach einmal warten. Noch sehe ich tatsächlich keinen anderen Sim, aber das kann sich ja ganz schnell ändern. Und hier haben wir jetzt einen Werwolf. Und es ist sogar der übernatürliche Professor, der vorhin bei uns war. Und wir werden ihn jetzt einfach ein wenig provozieren. Und zwar, wir werden ihn anbrüllen.
Wir werden mit ihm über Politik streiten, weil genau das macht man mit einem Werwolf. Und dann werden wir ihm verbotene Wörter um die Ohren brüllen. Nick, wir müssen uns mit einem Werwolf streiten. Ich meine, abgesehen davon, dass er einen Regenschirm trägt, was ein wenig unrealistisch ist, finde ich, dass er großartig aussieht. Wow! So cool gemacht. So, Nick, streite dich mit dem Werwolf. Und wir sehen hier auch, der Werwolf ist sehr wütend. Ich bin gespannt, ob er uns gleich beißt. Zudem zu übernatürliches Interesse haben wir jetzt hier noch die Kategorie Werwolf dazu bekommen. Und hier können wir ihn provozieren. Und genau das werden wir jetzt machen. Er ist schon richtig wütend. Ich glaube, er beginnt gleich mit uns zu kämpfen. Hoffentlich. Komm! Provozier ihn. Lauf! Nick wird von einem Werwolf zerfleischt, wenn er nur etwas Wolfsbein hätte, um sich zu schützen. Hoffen wir, dass er trotzdem entkommen kann. Und jetzt kämpfen sie gegeneinander. Oh Gott, das sieht nicht gut aus. Und jetzt hat er Stimmungen bekommen. Er fühlt sich sehr unwohl. Bösartiger Angriff. Der Horror. Der Terror. Nick wurde von einem bösartigen Tier brutal angegriffen. Glücklicherweise kam er mit dem Leben davon. Aber nicht ohne schreckliche Wunden, die einige Zeit brauchen werden, um zu heilen. Hoffentlich sind die Kratzer das Einzige, worüber man sich Sorgen machen muss. Autsch, das tat ernsthaft weh. Nick wurde von einem bösartigen Tier mit seltsamen menschlichen Eigenschaften angegriffen. Hoffentlich hat er sich nicht angesteckt. Oh oh. Durch die Stimmung Das Mal der Bestie wissen wir, dass unser Sim mit dem Werwolfgift infiziert wurde und sich jetzt in einen Werwolf verwandeln wird. Also in den nächsten Tagen wird sich Nick jetzt vollständig in einen Werwolf verwandeln. Dann hätte ich gesagt, gehen wir zurück nach Hause und warten ab, was passiert. Bevor wir jetzt weitermachen, wenn dir dieses Video gefällt und du gerne mehr Videos von mir sehen würdest, dann vergiss nicht, mich zu abonnieren. Auf diesem Channel kommen nämlich zweimal die Woche Videos über die Sims. Ich bin schon gespannt, wie die Verwandlung jetzt abläuft. Und er hat eine neue Stimmung bekommen, und zwar Heilung. Die Blutergüsse und Schrammen des Tierangriffs heilen, aber die emotionalen Narben werden vielleicht nie verschwinden. Oh, armer Nick. Und wieder eine neue Stimmung, beschleunigte Heilung. Zum Glück sieht es so aus, als würde die Bisswunde von Nick ziemlich schnell heilen, obwohl er den unnachgiebigen Juckreiz nicht ertragen kann. Und war sein Appetit schon immer so aggressiv? Also spätestens jetzt merken wir eindeutig, dass er sich in einen Werwolf verwandelt. Und wieder ein neues Merkmal, verstärkte Sinne. Nick spürt jede vorbeiziehende Brise und kann jeden Duft riechen, als wäre er direkt unter seiner Nase. Er kann das geringste Rauschen der Blätter hören und erkennt selbst die kleinsten Bewegungen in seinem peripheren Sehen. Allerdings stimmt da etwas nicht, die immer dunkler werdende Farbe von seinen Augen und der deutliche Drang zu heulen. Was ist los? Was ist nur los? Aber die verstärkten Sinne sind wenigstens einmal etwas Positives, also er fühlt sich dadurch energiegeladen. Nick verwandelt sich gerade zum ersten Mal in einen Werwolf. Once bitten, twice shy. Nick hat seine innere Bestie entfesselt. Der Werwolf-Fluch hat ihn mit einer schmerzhaften Verwandlung getroffen, die ihn jedes Mal quälen wird, wenn der Mond am Himmel aufgeht oder seine Selbstbeherrschung schwindet. Aber mit diesem Leiden gehen unglaubliche übernatürliche Fähigkeiten einher. Schnelligkeit, Kraft, Beweglichkeit, geschärfte Sinne. Werwölfe stehen an der Spitze der mythischen Nahrungskette. Nick muss vermeiden, seine Beherrschung zu verlieren oder zu viel übernatürliche Kraft zu verbrauchen, wenn er tagsüber die Kontrolle behalten möchte. Wenn er seine Fähigkeiten verwendet, wird Nick die Lykanthropie-Fähigkeit entwickeln, die mehr Kräfte freischaltet und ein höheres Maß an Kontrolle gewährt. Omega. Nick hat das Omega-Level der Lykanthropie-Fähigkeit erreicht und einige Vergünstigungen sowie höhere Stärke und Kontrolle freigeschaltet. Nick fühlt, wie die Haut von ihm brennt, und es fühlt sich an, als ob etwas versucht, sich den Weg aus seinem Körper zu bahnen. Seine wilde Natur kämpft sich an die Oberfläche. Ähnlich wie bei den Vampiren haben sich jetzt auch die Bedürfnisse ein wenig geändert. Also wir haben jetzt hier die Wildheitskontrolle. Werwölfe sind mit starken animalischen Trieben verflucht, die es schwierig machen, ihre Menschlichkeit zu bewahren, und werden im Licht des Mondes vertrieben. Jeder Aufwand für ihre emotionale, mentale oder mystische Kontrolle bringt sie einer entzwungenen Verwandlung näher. Also versuche, intensiven Ärger, Stress oder Unbehagen zu vermeiden und übernatürliche Fähigkeiten zurückhaltend einzusetzen, um die Bestie nicht zu entfesseln.
Bei Nick entfesselt sich die Bestie jedoch gerade. Er hat hier jetzt auch noch eine Stimmung Wildheitsveränderung. Nick verlor die Kontrolle über sein inneres Monster und verwandelt sich gegen seinen Willen in einen Wolf. Es wird eine Weile dauern, bis er wieder er selbst ist. Gut, aber jetzt klicke ich endlich auf Play, damit wir uns Nick als Werwolf genauer ansehen können. Wow, ich finde die Animationen unglaublich cool. Wenn wir jetzt hier auf Werwolf klicken, sehen wir neue Interaktionen. Und zwar unter Wildheitsform können wir die leuchtenden Augen verstecken. Er kann sich grundsätzlich wieder in die menschliche Form zurückverwandeln, aber er ist derzeit zu überwältigt, dies zu tun. Und man kann auch seine Werwolfsgestalt wählen, aber das kann man eben nur tun, wenn er gerade in seiner menschlichen Form ist. Außerdem können wir den Mond anheulen und das werden wir jetzt einmal machen. Okay, cool. Um zu sehen, wie Nick als Werwolf jetzt mit anderen interagiert, gehen wir jetzt einfach einmal auf ein Gemeinschaftsgrundstück. Gehen wir einfach mal hier zur Bibliothek Lorbeerzweig. Vielleicht sind ja noch ein paar andere Studierende unterwegs. Tatsächlich ist Brightchester an einem Sonntag um 3 in der Früh wie ausgestorben. Ich habe einen anderen Sim entdeckt und zwar läuft hier Daryl Charm. Und ihn werden wir jetzt zerfleischen. Schauen wir, ob das funktioniert. Oh mein Gott, schaut euch bitte an, wie schnell er ist. Das sieht so gruselig aus. Und jetzt wird er Daryl gleich attackieren. Okay. Sie kämpfen miteinander und sie kämpfen. Ich hoffe, dass nichts Schlimmes passiert. Wir haben einen Zeugen. Oh oh. Werwolf XP. Okay, dafür haben wir jetzt Werwolf-Erfahrung gesammelt. Und ich glaube, wir haben Daryl jetzt mit dem Werwolf-Gift infiziert und er ist jetzt auch ein Werwolf. Wissen wir das schon? Nein. Und wir können ihn auch nicht nochmal attackieren, da er sich erst von dieser Attacke erholen muss. Hier unter den Fähigkeiten haben wir jetzt auch die Werwolf XP. Und hier ist er auf Level 1. Und anscheinend, wenn er gegen Menschen kämpft, dann arbeitet er an dieser Fähigkeit. Diese Fähigkeit kann man eben beim Jagen aufbauen, aber auch bei freiwilligen Verwandeln oder auch beim Kämpfen gegen andere Wölfe. Und je höher diese Fähigkeit ist, desto weniger schmerzen die Verwandlungen und die Wildheitskontrolle sinkt langsamer. Und sie gewinnen auch eher im Kämpfen gegen andere Werwölfe. Ich werde jetzt einmal den Werwolf anrufen, der ihn verwandelt hat. Zwei Werwölfe können nämlich zusammen ein Rudel bilden und das möchte ich jetzt auch einmal ausprobieren. Unser Werwolfsfreund ist noch hier und hier unter Werwolf und Wolfsrudel können wir ihn jetzt fragen, ob er ein Rudel mit uns bilden möchte. Pack-Mentality. Okay, Nick und er haben jetzt ein Wolfsrudel gegründet und da Nick dieses bilden möchte, ist er jetzt der Rudelführer. Er ist also dafür verantwortlich, neue Mitglieder einzuladen oder die vielleicht auch wieder hinauszuwerfen. Und er muss auch dafür sorgen, dass die anderen Wölfe glücklich sind, damit er in der Alpha-Position bleibt. Edwig hat uns auch noch gesagt, ich würde mich freuen, ein Rudel mit einem so edlen Wolf zu gründen. Vielleicht können wir eines Tages mit einem Dutzend anderer jagen. Wo man das jetzt sieht, dass sie in einem Rudel sind, weiß ich leider nicht genau, aber auf jeden Fall hat Nick jetzt das Merkmal Leitwolf. In jedem Rudel Werwölfe muss es einen Anführer geben, ein Wolf, der den Rest führt und absolute Autorität über die anderen hat, es sei denn, einer besitzt die Kraft, ihren Alpha herauszufordern. Und jetzt als Leitwolf können wir hier unter Wolfsrudel ihn hinauswerfen, ihn dazu bringen, sich zu verwandeln und mit ihm über die nächste Jagd sprechen. Nick hat sich endlich wieder zurückverwandelt und hier unter Wildheitsform sehen wir jetzt, er kann sich mit dem Wolfsrudel gemeinsam verwandeln, er kann sich alleine verwandeln und er kann die Werwolfgestalt auswählen. Und genau das werden wir jetzt machen. Und zwar gibt es den humanoiden Wolf, dann gibt es den hybriden Wolf und den Monsterwolf. Und ich glaube, ich möchte den Monsterwolf. Und zwar nehmen wir ihn einfach mal in dunkelbraun und dann werden wir uns noch einmal verwandeln. Und er verwandelt sich jetzt wieder. Und jetzt sieht er genau so aus wie der Wolf, der ihn verwandelt hat. Ich finde, diese Form ist mit Abstand die coolste. Und sobald wir verwandelt sind, können wir auch hier unter Wolfsrudel unser Wolfsrudel zusammenrufen. Und alles weitere über den Mond solltet ihr am besten selbst herausfinden. Und das war's jetzt auch schon wieder mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid von diesem Mod genauso begeistert wie ich. Wie immer freue ich mich über jeden Like, über jedes Abo und über jedes Kommentar. Ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis bald!